Ja, ein neuer Schüler wird an die Schule kommen. Und es ist nicht einfach nur irgendein Austausch- oder Transferschüler. Bitte was? Ihr dürft euch einen aussuchen von den Vieren, die bis jetzt gestorben sind, um sie wiederzubeleben. Bitte was? Und dürft sie dann zurück an der Akademie als Transferschüler begrüßen. Na, wie sieht's aus? Ein Transferschüler? Das ist nicht der wichtige Teil. Der wichtige Teil ist das mit dem Resurrect, mit dem Wiederbeleben. Wir... Richtig, Kaido. Wir können jemanden wiederbeleben? H.P. Lovecraft. Die Instruktionen für das Wiederbelebungsritual sind im Necronomicon geschrieben. Wenn man das Ritual so wie geschrieben ausführt, dann kann man eins der verstorbenen Opfer wiederbeleben. Ja, aber nur einer von den vielen, die bis jetzt gestorben sind, kann ein Austausch- oder ein Transferschüler werden. Wen auch immer ihr auswählt, diese Person wird wieder Teil des Killing-Game-Semesters werden. Deswegen, technisch gesehen, könnte die Person dann wieder töten, sobald sie wiederbelebt ist. Nun ja, ihr wisst schon, wenn ihr das Motiv als solches verwenden wollt. Dieses Motiv soll alle näher zusammenbringen. Tut mir leid, alte Angewohnheiten und so. Ach, Monodan, wir sollten Monotaro vergeben. Denn vergeben ist etwas, was Freunde tun, wisst ihr? Monofani, du bist so lieb. Aber es gibt bei Freundschaft mehr als nur einander lieb zu sein. Freunde bestrafen auch einander, wenn sie etwas falsch tun. Deswegen muss ich Monotaro dich bestrafen. Was? Mich? Nee, Moment. Er hat doch aber Monotaro gesagt. Oder ist dann hier ein Fehler in der englischen Übersetzung passiert? I'll have you punish Monotaro. Ach so. Sie soll Monotaro bestrafen. Bitte, nein, nicht von Monofani. Oder Monofani, ich weiß immer nicht. Ich sag einfach Fani. Wir sind ja in Deutschland. Ich mache mich immer lustig über sie, wenn sie nicht schaut. Ich möchte nicht von ihr bestraft werden. Alles klar, ich mach's. Wir waren alle wie vom Donner gerührt. Ich dachte, dass diese Akademie mich schon auf absurde Situationen vorbereitet hätte, aber als ich habe das bis jetzt so ziemlich absurdeste überhaupt gehört. Transferschülerin oder Schüler? Die Toten wiederbeleben? Ist doch nicht sowas Bescheuertes. Unmöglich, dass das Beleben von Toten möglich ist. Das kann einfach nicht passieren. Ja, wer zum Teufel würde denn so eine Menge an unwissenschaftlichen Bullshit glauben? Nun, ein nicht dran glauben, aufgrund dessen, dass es wissenschaftlich, dass es sich wissenschaftlich nicht lohnt, darüber nachzudenken oder dergleichen. Das ist nichts weiter als the Hubris. Hubris, schauen wir mal. Das ist nichts weiter als die Überheblichkeit oder Anmaßung der wissenschaftlichen oder technologischen Gesellschaft. Dieses Ritual oder eher diese Wiederbelebungszeremonie entstammt den Begräbniszeremonien überall auf der Welt. Seht ihr? Sie sind ähnlich, nicht wahr? Der Akt, jemanden zu den Toten zu senden, in die andere Welt hinüber, ist auch eine Art Ritual. Durch Gerüchte und Legenden wurde dieses Ritual dann auf so eine Art und Weise verdreht, dass es die Toten wiederum hier in unsere Welt holt. Ein Ritual? Du willst nicht damit sagen, dass wir alle schon mal tot waren und wiederbelebt wurden. Nee. Da du die ganze Zeit darüber laberst, schätze ich mal, du glaubst an das Zeug hier, hä? Was sagst du denn da?
Es ist dann möglich, dass Tote wieder belebt werden können. Was? Ikana. Ohne Zweifel, die Seelen der Toten existieren, aber man kann sie nicht in das Leben zurückholen. Totes Fleisch kann nicht wiederhergestellt werden, genauso wie zerbrochenes Glas nicht repariert oder wieder instand gesetzt werden kann. Naja, außer man schmilzt es wieder ein und formt es neu, das Glas. Hm, du glaubst also an Seelen, aber du glaubst nicht, dass diese Seelen wiederbelebt werden können. Das scheint irgendwie verstörend. Nee, das bringt mich durcheinander. Aber ich weiß, wenn wir fragen, dann wird diese Unterhaltung einfach nur unendlich weitergehen. Wenn nicht mal Kyo dran glaubt, dann sollte es wirklich nicht möglich sein, dass so etwas wie das Wiederbeleben von Toten funktioniert. Und wenn diese idealistische Degenerierte das nicht glauben kann, dann würde kein einigermaßen Mädchen von Verstand das Ganze glauben. Denkt ihr das wirklich? Ich glaube nicht, dass es so seltsam ist, dass die Toten wieder ins Leben zurückkommen. Diese strange Bummi-Bitch ist auch endlich mal am Reden. Was ist Cookie? Also Cookie sind normalerweise leckere Sachen, aber nicht, wenn sie so geschrieben werden. Verrückt, überkandidelt. Was? Mm-mm. Diese verrückte Bitch ist auch endlich mal wieder am Labern. Aber echt schade. Keiner ist interessiert an deinem Bullshit-Kult. Mal abgesehen davon, dass sie einige auf ihre Seite gewonnen hat scheinbar. Yeah. Nein, warte. Wir sollten uns anhören, was Angie zu sagen hat. Ja, Angie darf sprechen. Tenko hat endlich nachgegeben, weil ansonsten sie wahrscheinlich nicht mehr an Himiko rankommen würde, die das erste Opfer von Angies, ja, Angies, wie heißt das, Missionierungsfeldzügen ist. Yonder! Ja, also kann ich es sagen? Okay, dann werde ich es sagen. Denn das ist es, was Atua wünscht. Ich kann dieser Unterhaltung überhaupt nicht folgen. Sprich, als letztes mit Angie reden. Maki steht so abseits. Und sie sieht ein bisschen unglücklich aus. Dieses Wiederbelebungsritual klingt bescheuert. Dafür wurde ich hierher gezogen? Ich hätte euch tatsächlich ignorieren sollen. Aber dann wärst du vielleicht draufgegangen von den Exizzles oder dergleichen. Okay, sag doch mal dasselbe. Kyo hat dazu bestimmt auch noch mal was Wichtiges zu sagen, deswegen machen wir mal Kyo als Vorletzten. Die Toten wiederbeleben? Gonta das nicht glauben können. Die Waldfamilie hat Gonta beigebracht. Alles, was geboren wird und alles, was stirbt, ist Teil von großem Ganzen. Und große Ganze, fängt nicht von vorne an. Oder kann nicht zurückgedreht werden. Gonta wäre glücklich, wenn alle, die gestorben sind, zurückkommen könnten. Aber Gonta wissen, unmöglich, das zurückzunehmen, was bereits passiert ist. Und selbst wenn sich herausstellt, dass es möglich ist, dann wird der Streit sich darüber erbrechen, wer wiederbelebt werden soll. Wenn wir mal davon ausgehen. Warum zum Fick hören alle diesen verschissenen Fakt-Scheiß zu? Bin ich die Einzige, die nicht darauf reinfällt? Und ich war mir dessen auch so sicher. Es gibt einige, die Kaede wiederbelebt sehen wollen. Von dem Logischen her wäre es am besten, Rantalo wiederzubeleben, weil er am meisten von dem zu wissen scheint, was überhaupt vor sich geht. Nischi. Jetzt wird das Ganze echt seltsam, aber zumindest ist es nicht langweilig. Was ist los, Kaito? Du siehst nicht sehr gesund aus. Nein, es ist nichts. Ich fühle mich einfach nur nicht so gut. Ganz plötzlich? Irgendwelche Erfahrungen er oder irgendwelche Verstorbenen, die er gerne wiederbeleben würde wollen? Bei ihm vielleicht Lyoma? Ich weiß es nicht. Was? Rede nicht mit mir darüber. Ich möchte hören, was Angie zu sagen hat. Es ist hier drüben so die ganze Angie-Riege, die sich jetzt mittlerweile gesammelt hat. Also Himiko, Tsumugi, Tenko und Kibo.
Also zu mir, wenn du dich dem auch angeschlossen hast, dann hast du definitiv Punkte mal mehr verspielt. Das kannst du aber wissen. Dabei wollte ich jetzt mal Freetime mit dir machen. Immerhin bist du die ultimative Cosplayerin. Vielleicht hätten wir da mal was Kostümiertes oder so sehen können. Weil bis jetzt hast du dein ultimatives Talent auch noch nicht so wirklich uns in irgendeiner Art und Weise offenbart. Was an sich auch schon fast wieder verdächtig ist. Naja, wenn Angie das sagt, dann könnte eine tote Person vielleicht tatsächlich ins Leben zurückkommen. Wir sollten uns beeilen und sie fragen. Team Angie hier drüben. Und gerade von Teko hätte ich das wirklich nicht mehr erwartet, dass sie... die müssen doch immer noch wütend auf Angie sein, dass sie Himiko ihren direkten Einflusssphären entzogen hat oder so. Was? Denkst du, dass es seltsam ist, dass ich Angie zuhören will? Ja, denke ich! Also was? Es ist auch wichtig, anderen zuzuhören, damit wir zusammenarbeiten können. Es ist nur wichtig, dass ihr nachher trotzdem die Schwimmhallentour macht. Wir sollten zuhören, was Angie zu sagen hat. Vorher reden wir noch mit Kyo. Atua. Oh nein. Nicht, weil du denn nicht auch noch anheim, Kyo. Atua. Ich frage mich, was für eine Art von Gott es ist, von dem Angie da spricht. Interessiert sich das als Anthropologist? Nein, ich habe kein Interesse an Göttern. Aber ich habe großes Interesse an denjenigen, die Götter erschaffen. Menschen sind diejenigen, die Götter kreiert haben. Und ich bin nun mal sehr interessiert an der Menschheit. Ich möchte gerne die Hintergründe und... Also die Gründe und Beweggründe und die Ursache dessen wissen, warum Menschen Götter überhaupt kreiert haben. Und in dem Sinne ist diese Schule höchst interessant. Weil es in Zeiten großer Krisen ist, dass die Menschen Götter kreieren. Vielleicht wird sogar hier in dieser Schule ein neuer Gott kreiert. Ich verstehe, was Angie sagen will, aber Tokio? Ich verstehe ganz exakt, was Kyo damit ausdrücken will. Die Menschen wenden sich immer dann im größten Leid, wenn sie alles weiter verloren haben, am Ende ihres Lebens, im Krieg, in größten Krisen und so weiter, wenn es nichts anderes Materielles oder irgendwas im unmittelbaren Umfeld ist, was einen mehr halten kann, was einem mehr Trost gibt und so weiter, wenden sich ja dann meistens oftmals dann viele der Religion und dem Glauben an Göttern und dergleichen zu. Und genauso war ist es auch von einer möglichst unbefangenen Perspektive kann weder der Gläubige beweisen, dass es Gott gibt, noch kann der Wissenschaftskerl und Ungläubige beweisen, dass es keinen Gott gibt. Und dann, ja, ist zumindest das Konzept eines Gottes etwas, was die Menschen kreiert haben, weil Menschen eben daran glauben, ohne aber tatsächlich vor Augen führen zu können, dass es einen Gott gibt über irgendwelche naturwissenschaftlichen Experimente und Praktiken und dergleichen. Und dadurch ist es ein Konstrukt oder zumindest ein Konzept des Menschen. Selbst wenn es einen Gott tatsächlich geben sollte, was Kyo hier anspricht, ist eben das Konzept von Glauben und das Konzept von Gott, was vom Menschen erschaffen wird. Nun ja, war gut, Kyo als Vorletzten anzusprechen. Da haben wir nochmal ein bisschen Diskussionsstoff bekommen. Also mal schauen, was Angie zu sagen hat. Und ich bin froh, dass Kyo scheinbar da nicht dem Angie-Kult mit anfällt, sondern dass er hier erstaunlicherweise einer der, auch wenn er ein bisschen seltsame Ansichten und manchmal ein bisschen überreagiert, wenn es um Menschen und Schönheit und keine Schönheit und dergleichen geht, aber zumindest einer mit dem klarsten, logischsten Verstand hier ist, zumindest von all den Leuten, die noch da sind, Kyo. Deswegen, Kyo hat tatsächlich in letzter Zeit viele Pluspunkte bei mir gesammelt. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, aber das ist dann manchmal das Interessante bei Danganronpa. Charaktere, die dir am Anfang scheißegal sind, von denen du überhaupt nichts erwartet hast, schaffen es dann weiter nach oben. Kyo, auch Kaito bei mir durchaus. Und dann haben wir hier links die Riege. Naja, dann reden wir mal mit Angie. Du glaubst also, du kannst Tote wiederbeleben, Angie? Ich denke nicht, dass das Wiederbelebungsritual wirklich die Toten wieder ins Leben rufen kann. Es ist eher so, als würden wir die Toten wieder zu uns holen. Also als Untote dann, oder wie? Was soll das denn heißen? Nun ja, du weißt doch, wie die Leichen von all den Opfern aufgeräumt oder sauber, also wahrscheinlich im Sinne von aufgeräumt worden, nicht wahr?
so sauber, als gäbe es überhaupt keine Leiche. Deswegen vielleicht... Waren sie ja niemals tot? Sie waren niemals tot? Ja. Nein, das ist nicht möglich. Wir haben alle selbst diese Leichen untersucht. Nun ja, aber es könnte eine sehr akkurate Imitation gewesen sein. Eine Imitation? Aber zumindest diejenigen, die den Mord begangen haben, müssten ja sehr exakt wissen, dass sie tatsächlich den Mord begangen haben. Also, dass sie tatsächlich diejenige Person getötet haben. Also, eine Kilumi weiß mit ihren eigenen Händen, dass sie einen Lyoma getötet hat. Bei Rantaro, dadurch, dass Rantaro nicht direkt getötet worden ist, ist es durchaus mehr argumentativ. Und dann ist die Frage von den Hinrichtungen. Kilumi... Ja, Kilumi und Kaede könnten potenziell noch... Also, Lyoma auf keinen Fall. Lyoma auf keinen Fall. Bei den anderen dreien... Ich weiß es nicht. Monokuma und die Exizzle sind Beweise für die wahnsinnigen wissenschaftlichen Fortschritte, die hier gemacht sind, sagt der ultimative Roboter. Und deswegen ist es vielleicht für sie möglich, sehr extrem überzeugende Imitationen zu erschaffen. Wenn es das ist, was Angie sagt, dann fange ich an, dem schlicht und ergreifend zuzustimmen. Ich habe Angie immer unterstützt. Ah, danke, ihr alle. Nein, jetzt warte doch mal. Ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen. Hey, erheb deine Stimme nicht gegen Angie, du unverschämter Degenerierter. Hä? Willst du etwa nicht, dass sie am Leben sind, Shuichi? Möchtest du nicht, dass die Toten am Leben sind? Das will ich schon. Ich möchte, dass sie am Leben sind. Ich wünschte, sie wären immer noch am Leben. Auch jetzt glaube ich das immer noch. Aber egal, wie sehr wir das auch wollen. Warte. Wenn alle am Leben sind, dann das bedeutet, dass sie irgendwo in Schule sind, nicht wahr? Vielleicht also einer von ihnen Nachricht auf Hof geschrieben. Ach so, weil er meinte, es gab etwas auf dem Hof. Und am Beginn des zweiten Kapitels gab es ja diese Horse-Nachricht, was auch immer das wieder zu bedeuten hat. Die Nachricht im Hof? Okay, als nächstes Gonta ansprechen. Fangen wir diesmal von links an. Das ist dasselbe. Ja, das hat er gerade schon gesagt gehabt. Sie waren Imitation. Ich verstehe. Sowas hätte ich mir niemals einfallen lassen können. Ich glaube da nicht so wirklich dran. Also zumindest nicht bei allen. Aber die Monoclips haben es nicht so klingen lassen, als wäre es bei allen unmöglich. Einen von den vier sollen wir ja auswählen. Ja, all die Leichen bis jetzt müssen fake gewesen sein. Keiner ist tatsächlich gestorben. Unmöglich, dann müssten sie ja im Prinzip voraussehen, wer wie mit welcher Verletzung und keine Ahnung was stirbt und die dann exakt so platzieren, ohne dass es jemand mitbekommt. Bei Dandalo wäre es noch möglich darüber, dass dann derjenige, der das gemacht hat, in den geheimen Raum da unten verschwunden ist, in der Bücherei, den komischerweise auch alle zu vergessen scheinen hier. Der Secret Room unten in der Bücherei, der ist noch nie wieder Thema gewesen. Und wer weiß, was sich dahinter noch befindet. Irgendwann müssen wir ja mal die Karte finden, mit der man da reinkommen kann. Was, wenn Rantaro dann tatsächlich der Mastermind ist, der in Kapitel 1 es so hart aussehen lassen, als würde er sterben und hat dann ein Imitat von seiner Leiche dahin gepackt und ist dann schnell in den Raum hinein verschwunden und hat dann eben die Zugangskarte auch noch dafür für das Ganze. Ja. Wenn es das ist, was Angie sagt, dann ist es wahrscheinlich richtig. Ich unterstütze Angie. Sie wird sorgen dafür, dass alles gut wird. Warum stellst du dich denn so gegen mich, Shuichi? Machst du dir keine Gedanken um die, die gestorben sind? Hey, mir ist nicht aufgefallen oder mir war nicht klar, dass du so herzlos bist. Das stimmt nicht. Ich will doch auch, dass sie alle noch am Leben sind.
Aber egal, was wir tun, wir können sie nicht zurückholen. Das ist immer noch dasselbe. Was ist mit Kaito los? Die Schrift im Hof. Ach ja, das habe ich ja komplett vergessen. Graffiti auf dem Hof? Warum spricht er das denn jetzt an? Was? Ich lass mir nichts einreden von irgendwelchen riesigen Mongos. Okay. Imitationen. Mal abgesehen von Lyoma, den wir nicht direkt untersuchen konnten, sah Lantaros Leiche unglaublich echt aus. Kaede und Kilumi wurden beide bestraft, die unmittelbar vor unseren Augen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Mannequin ihr Leiden imitiert haben soll. Sind wir vielleicht... Ist Klonen hier etwas, was im Hintergrund des Spiels steht? Nicht Imitation im Sinne von Imitation, sondern Klone? Und dann eine Klonvariante, deren Erinnerungen als ultimative ausgelöscht worden sind? Also es gibt mehrere von uns? Ich weiß noch nicht, wo das Ganze hier hinführen soll. Und zusätzlich ist es unwahrscheinlich, dass sie mit falschen Leichen oder so direkt unmittelbar bevor sie das Unglück wieder vor ausgetauscht worden. Ja, weil man dann hätte voraussehen müssen, wer wann wie wo warum stirbt. Die Toten zu uns zurückholen, das ist nur eine andere Art und Weise, dasselbe zu sagen. Wir wissen, dass Lantaro tot ist. Wir haben Kaido und Kilumi direkt von unseren Augen sterben sehen. Wie können sie nur sagen, dass... Oder dem widersprechen, was wir alle gesehen haben. Realisieren sie nicht, wie seltsam das ist? Gunther, du weißt ja von der Schrift, die auf dem Hof draußen geschrieben ist, nicht wahr? Mhm. Ja, aber jetzt irgendwie anders. Auf dem Weg hier, Gunther hat sich die Schrift auf Hof angeguckt. Und diesmal stand da mehr. Das letzte Mal hatten wir das Horse A, also die sozusagen auf der rechten schrägen Flanke standen. Das wird wahrscheinlich irgendwann einen ganzen Satz ergeben, der uns irgendwas sagen will. The world ist wahrscheinlich irgendwas mit the world. Ich nehme an, dass das zweite Wort world sein wird und oben vielleicht ein the, also the world und dann irgendeine Aussage, was die Welt betrifft. Oder this world vielleicht. This world. This world. Vielleicht, dass diese Welt hier eben nicht die Erde ist oder nicht das, was wir kennen, oder this world has already ended. Ich weiß es nicht genau. Stand mehr da? Gunther konnte nicht verstehen, was Schrift bedeutet, aber vielleicht... Vielleicht ist Nachricht von Toten. Vielleicht alle Nachricht hinterlassen für uns und sagen, ja, wir am Leben. Eine Nachricht von allen, die gestorben sind? Nun ja, niemand, der hier ist, ist geschrieben, nicht wahr? Deswegen muss wer anders geschrieben haben, nicht wahr? Würdest also sagen, eine tote Person versteckt sich irgendwo in der Schule und hat die Nachricht geschrieben? Mit anderen Worten, ist es eine Nachricht von den Toten? Wartet mal, eine Nachricht von den Toten? What the actual fuck? Warum nimmt das Kaido so mit? Hat er irgendwelche Erinnerungen in der Vergangenheit mit Toten? Irgendwer Wichtiges, der ihm gestorben ist und keine Ahnung was? Jedenfalls, es gibt nichts Göttlicheres, als mit einem Freund wiedervereint zu werden. Und während sie sprachen, haben sich Angie das Necromonicon vom Boden... Das haben die da gelassen? Nee. Angie, was planst du damit zu tun? Willst du denn etwa tatsächlich das Ritual ausführen? Du weißt, dass es ein Motiv ist, nicht wahr? Yeah.
Ja, aber es ist eventuell ein Motiv, das gefährlich ist oder das zu gefährlich ist, um es zu ignorieren. Hm? Moment. Achso, vielleicht ist es ein Motiv, das gefährlich ist, wenn man es ignoriert. Eher als, dass es gefährlich ist, wenn man es benutzt. Zum Beispiel, wenn die Leute, die gestorben sind, tatsächlich am Leben sind und wir das Ritual nicht ausführen, vielleicht werden sie dann dieses Mal endgültig getötet. Es wäre echt ein Problem, wenn wir den vier potenziellen Überlebenden erlauben würden zu sterben. Ja, du bist ja so intelligent dafür, dass du uns das mitgeteilt hast, Gunther. Du bist der Retter dieser vier Leute. Hä? Hä? Angie kam mit ihrem üblichen weiten und breiten Lächeln auf Gunther zu und... Wie bitteschön soll es die kleine Angie geschafft haben, den großen, bulkigen Gunther irgendwie am Kopf zu fassen und zu sich runterzuziehen. Mal so rein physiologisch. Und Gunther wird jetzt auch... Ist das irgendwie Angies geheime, okkulte Kraft, dass sie alle, die sie so umarmt, irgendwann mal zu ihren Atua-Gläubigen machen kann? Und Gunther ist jetzt das nächste Opfer vor unseren Augen. Das erste Mal, dass sie das gemacht hatte, war ja mit Himiko gewesen. Ich glaube, Angie ist hier gefährlicher als alles, was die Monocubes und Monokuma machen können. Weil sie ist eine religiöse Fanatikerin, die alle auf ihre Seite zieht. Und religiöse Fanatiker sind normalerweise die, die dafür zuständig sind, dass Religionskriege stattfinden. Auch wenn sie Frieden predigen und dann aber mit Bullets schießen, mit Kugeln schießen. Du gibst dir immer solche Mühe, Gunther. Du versuchst immer alle... dafür zu sorgen, dass alle sicher sind. Selbst wenn du mal zum Berserker wurdest, war das doch immer zum Zwecke aller anderen, nicht wahr? Und ich weiß das, weil Atua wacht immer über den Gunther, der sich für alle anstrengt. Atua wacht immer über Gunther. Mach dir keine Sorgen. Du bist nicht alleine, Gunther. Atua wacht immer über dich und sorgt dafür, dass du sicher bist. Wie eine liebe, sanfte Großmutter. Liebe Großmutter. Hä? Nette Großmutter? Ich dachte, Atua, du sagtest, dass Atua ein hübscher Kerl sei. Ja. Angies Atua ändert sein Aussehen abhängig von demjenigen, der ihn betrachtet. No. Na, wenn das nicht mal verdächtig praktisch ist. Oh, oh ja. Warum trittst du nicht unserem Schülerrat bei, Gunther? So. Ja, es wäre wirklich sehr beruhigend, wenn du Teil des Schülerrats wärst, Gunther. Zumige hat ja sowieso einen an Gunther gefressen. Und die haben tatsächlich die Gruppe oder was auch immer sich da formiert hat, nennt sich Schülerrat der Akademie. Aha. Ja, du wirst deine Kraft nutzen für den Frieden an dieser Akademie. Ja! Siehst du, wie alle dich brauchen, Gunther? Du solltest definitiv beitreten. Ihr braucht Gunther? Okay. Gunther wird auch Schülerrat beitreten. Warte mal. Bevor wir überhaupt... Erstmal eins nach dem anderen. Was genau ist der Schülerrat? Ist das der Grund, warum ihr euch so seltsam ver... Letzte Nacht hat uns Angie zu sich gerufen, um zu diskutieren, wie wir dieses Killing Game ein für alle Mal beenden können. Ja, ich, Kibo, Tenko und Tsumugi. Und wir sind zu einer Schlussfolgerung gekommen. Mit dem Schullogo da hinten, was dann wie diese typische Sonnenkrone aussieht bei
Ja, die, wie sie die Buddhas immer hinter sich haben und keine Ahnung was. Und in dem Bild scheinen Angies Dinger wieder deutlich gerundeter zu sein, als normalerweise es bei ihrem Sprite den Anschein hat. Aber, naja, mir fallen immer die seltsamsten Sachen auf. Ja, das hier ist der ultimative Akademie Schülerrat mit Angie Yonaka als unserer Schülerratspräsidentin. Ultimative Akademie Schülerrat? Wir alle haben uns zusammengetan unter der Führerschaft oder der Führerschaft von unserer Präsidentin Angie. Manifesto. Unser Manifest ist die Auslöschung des Killing oder die ja Zunichtemachung des Killing Games. Yeah. Unser Schülerrat verspricht eine Killing Game freie ultimative Akademie. Ein Schülerrat? Und Angie ist die Präsidentin? Hi. Ja, es kann keine Harmonie zwischen uns geben, wenn wir alle immer unterschiedliche Sachen sagen. Ach, halt die Klappe! Danke, Kokichi. Kokichi, ab jetzt bin ich mit auf deiner Seite auch. Was? So. Nun ja, es nennt sich Schülerrat, aber alle Entscheidungen werden von Atua getroffen. Aber da Angie mit Atua sprechen kann, ist sie die Einzige, die es wert ist, den Rat zu leiten. Ich kann nicht glauben, das, was hier gerade abgeht. Ja, das stimmt. Ja, auch ich werde Angie folgen. Ja, vielen Dank, ihr alle. Atua ist auch glücklich. Oh, mein Gott, die wurden alle voll die Hörner gewaschen. Aber echt mal. Angie hat ihren Einfluss ausgebreitet, bevor wir es überhaupt bemerkt haben. Der muss er. Aber es ergibt durchaus Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Und dieser Ort hat erfüllt alle Bedingungen, die notwendig sind, um einen Kult zu kreieren. Die Angst vor dem Tod ist etwas, was man hier nicht vermeiden kann. Und Kulte werden entstehen daraus, aus diesem Verlangen, dem zu entfliehen. Also benutzt sie diese Situation, um die Schule zu übernehmen und uns alle von diesem Atua abhängig zu machen, ne? Ja, also um Atua zu benutzen, um uns von ihnen abhängig zu machen. Benutzen ist jetzt aber eine unverschämte Art, das zu sagen. Die Präsidentin möchte einfach nur Frieden für diese Schule. Und wir alle haben ihrer noblen Weisheit zugestimmt. Ja, konnte nicht zulassen, dass jemand schlecht über Schülerrat redet. Das ging ja schnell. Du hast ja wohl im wahrsten Sinne des Wortes gerade mal vor ein paar Sekunden bist du dem beigetreten, du gehirngewaschener Depp. Hab ich mal schon sagen, dass ich überrascht bin, dass Tenko dem Schülerrat beigetreten ist? Da sagst du was, Kokichi. Wieso? So da jo. Nun, weil du und Angie habt euch doch über Himiko gestritten. Oder um Himiko gestritten. Oder etwa nicht? Das ist doch egal. Mir ist endlich aufgefallen, wie großartig Arthur ist. Das stimmt. Und, naja, worüber haben wir nochmal geredet? Was zum Teufel hat Angie bei der Zusammenkunft von all den Leuten da gemacht? Vor allem, was hat sie gegenüber Tenko gemacht und gesagt, um Tenko auf ihre Seite mitzuziehen? Und sie hat sich ja scheinbar ganz explizit nur die Leute ausgewählt und eingeladen, von denen sie wusste, dass sie mitmachen würden. Mal abgesehen von Gonta jetzt gerade, bei den anderen, Kokichi sowieso nicht. Eigentlich hätte ich gedacht, dass Mio noch relativ, aber Mio, na gut, Mio ist durch und durch Naturwissenschaftlerin, auch wenn man es im Prinzip möchte, weil Erfinderin und dergleichen, maschinell und keine Ahnung was. Ja, das stimmt. Wovon haben wir nochmal geredet? So. Ach ja, das Wiederbelebungsritual, nicht wahr? Überlass das einfach dem Schülerrat. Es ist weniger eine Bürde für alle, wenn Natur die Entscheidungen macht. Weniger eine Last für alle? Ja, was für eine Erleichterung. Wenn es Atuas Entscheidung ist, dann ist es definitiv die richtige. Ja, unmöglich, dass Atua falsch liegen würde. So. Ja, Atua liegt immer richtig. Also ernst mal, Leute. Ist das euer Ernst? Dieses Wiederbelebungsritual ist doch ganz eindeutig eine Falle. Ja. Wird schon alles gut gehen.
solange alle ihre Gefühle beiseite legen oder ihr Verlangen beiseite legen, von ihr fliehen zu wollen. Ich zweifle, dass sie ihnen noch irgendetwas zuhören würden, was wir sagen. Es stimmt, dass sie uns wahrscheinlich nicht zuhören würden. Aber du könntest zumindest auch aushelfen, Kaito. Was ist mit ihm los? Die ganze Zeit über war still. Er ist auch positioniert, rein von der Bildkomposition, so ein bisschen zwischen den beiden Seiten oder in der Mitte halt stehend. Letztendlich konnten wir den Schülerrat nicht aufhalten. Wir beließen es dabei und gingen unsere getrennten Wege. Freetime? Es ist Zeit. Ach so! Ja. Lass uns gehen. Auf der Suche nach der Fantasie der Männer. Aber das kommt dann erst in der nächsten Aufnahme. Ich habe jetzt doch viel, viel länger aufgenommen, als ich eigentlich vorhatte. Weil ich muss auch noch zwei andere Sachen hochladen innerhalb der nächsten 40 Minuten. Das hier noch schneiden und hochladen. Und dann wollte ich heute eigentlich um 20 Uhr den neuen Star Wars mir anschauen. Am 19.12., wo ich das Ganze hier aufnehme. Die Folge wird wahrscheinlich schon ein, zwei Tage später sein. Deswegen speichern wir jetzt mal hier wieder drüber. Das ist ja gut gelaufen mit der Freetime. So. Und würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle hier dann weiter in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme. Bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierher. Und ich bin mal gespannt. Eigentlich habe ich jetzt gar nicht mehr so Lust darauf, die ganzen, ja, Fanatiker, also die ganzen gehirngewaschenen, von religiösen Fanatismus auf ihre Seite gebrachten Leute, Damen in der Bikini-Unterwäsche zu sehen. Aber manchmal muss man ja zwischen den äußeren und den inneren Werten auch unterscheiden. Deswegen folgen wir der Fantasie und den Vorstellungen und den Gelüsten eines Mannes. Aber erst zu Beginn der nächsten Folge. Bis dahin, wie immer, Matane. Bis zum nächsten Mal. Ciao.